Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir mal etwas Besonderes am Start und zwar ein Draft Battle um diesen 88 Plus mit Prime oder World Cup Hero, nee, Icon Player Pick. Und dazu brauche ich natürlich einen Aufnahmepartner, mit dabei ist Cenk. Was geht ab Leute, Cenk ist auch mit am Start. Heute geht es wieder um einen Icon Discard. Habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf, aber du hast mich überredet, also bin ich hier. Ja, also könnte interessant werden. Wir machen, wer das höhere Rating oder insgesamt, da gibt es ja diese Insgesamtbewertung am Ende, wer da das höhere kriegt, gewinnt und der Verlierer muss seine Icon in der SBC hauen. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, lasst wie immer sehr, sehr gerne ein Like da. Wie viele Likes können wir schaffen, Cenk? Was sagst du? Ein Discard, Icon Discard immer so ein bisschen übertreiben, Leute, ne? Deswegen pusht euch mal, macht mal die 300 Likes voll. Das schafft es safe. Das hört sich doch schön an. Genau, lasst gerne auch ein Abo da. Schaut bei Cenk vorbei. Da haben wir auch ein richtig, richtig krasses Ding aufgenommen. Und zwar Search and Discard nur mit Icons. Schaut da vorbei. Genau, ich blende euch jetzt mal von uns beiden diesen Icon-Pick ein. Ihr habt es vielleicht bei mir sogar schon gesehen. Ich habe ja darum schon mal so ein kleines Best-of-Video gemacht. Das war ja mit in diesem Community-Best-of drin. Und das von Cenk zeige ich euch auch nochmal kurz. Oh, ich glaube, der ist Müll. Was ist das denn? Oh mein Gott, du Hänger, das ist Rain Rooney. Nicht mal der Dings. Oh, Alter. Das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut, Jungs. Lahm ist jetzt nicht schlecht. Nehme ich auf jeden Fall Lahm safe, ja. Aber er ist okay, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Ich habe gesagt, vielleicht man darf sie nicht beschweren, aber ich würde mich doch ganz gern nochmal beschweren. Also, wenn es Thundersa Prime geworden wäre, ne, wäre ich happy. Ist okay, aber halt keine neuen. Ja, danke, Bro. Wusste ich gar nicht, dass es keiner neuen ist. Ja, Freunde, ihr habt schon gesehen, es ist Lahm und Figo jeweils die Prime-Version geworden. Nicht schlecht, kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein. Lahm so 500k, was kostet Figo? Ah, auch so 500, 600, 700k, irgendwas in dem Dreh. Um den Dreh? In dem Dreh? Ja, um den Dreh. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wird schon wehtun. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal rein mit Münzen und mal gucken, was ich hier nehme diesmal. Ich habe eine geile Formation. Ich gehe auch direkt rein. Ich habe die 4-2-2, die zweite. Ah, hätte besser losgehen können, bin ich dir ehrlich. Ich nehme mal die 3-4-3. Dreierkette. Ich glaube da irgendwie dran. Mal sehen. Darfst du heute mal die Dreierkette belieben? Ja, und guck mal. Ich öffne den ersten Pick, Captain. Und wer kommt? Luis Figo Prime Icon. Muss ich ja eigentlich jetzt mitnehmen. Hilft alles nichts. Ja, okay, geil. Ich bin jetzt schon beim dritten Spieler. Und es könnte, ja, chemietechnisch sieht es bisher okay aus. Ist okay. Ja, Chemie ist auch gut. Aber mal sehen. Ich glaube, das wird hier wieder ein Bruch. Immer wenn ich solche Discard-Formate aufnehme, verliere ich. Also wirklich, ich habe noch nie, glaube ich, einen Draft in einem Discard, in einer Discard-Aufnahme gewonnen. Deswegen, du kannst eigentlich chillen, du kannst ja eigentlich sicher sein, du wirst das Teil hier wieder gewinnen. Weil, wie gesagt, bei mir ist es immer ein Bruch. Jetzt ist die Frage, nehme ich High Rating und einen krassen Spieler oder Low Rating und dafür Chemie? Ich glaube, bei mir ist gerade dieselbe Frage, Digga. Ja, ich gehe mal auf Rating, komm. Ich riskiere mal. Okay, ja, das ist super. Komm. Das Ding ist, ich habe einen Trick mittlerweile, weil mir wurde gesagt, ich kann keine Drafts bauen und dann habe ich Tipps bekommen. Und diese Tipps nehme ich jetzt an. Und ich glaube, das könnte gut werden. So, wir nehmen euch hier den mit. Ich würde es gerne sagen, aber am Ende verwendest du es gegen mich und dann verliere ich das Draft, weil ich dir meinen Tipp gesagt habe. Deswegen sage ich dir den nicht. Aber ich sag dir ehrlich, ich habe meine Startelf jetzt fertig und ich habe, glaube ich, sogar volle Chemie. Bruder, du kannst mir deine Tipps alle verraten. Ich habe gerade Man of the Match Holohan, Garvan Holohan gezogen. Ich wusste nicht mal, dass der existiert, der Typ. Wer ist das denn, hä? Skandal, aber warte mal. Na, war da jetzt, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was anderes war. Ich war jetzt gerade so fokussiert auf den Typen, jetzt habe ich den mitgenommen, den Hänger, Alter. Egal, den krieg ich hier noch raus. Ich sag ehrlich, ich habe einen Skandal-Draft, aber wenigstens volle Chemie. Oh! Okay, super. Das ist super. Ich muss hier den mitnehmen, auch wenn ich ihn mitnehmen wollen würde, weil der passt rein und wir brauchen ein bisschen Rating. So, zack. Oh, dieses Rating, das zerstört mich gerade schon ein bisschen, ne? Ja, bei mir ist es die Chemie sogar gerade. Ich gehe richtig unter. Okay, super. Ey, wie viele Spiele hast du schon? Bist du schon fertig mit der Start? Nee, jetzt gleich beim Torwart bin ich. Ja, okay, easy dann. Boah, da muss ich die Licht mitnehmen, Bayern-Link hier zumachen. Komm, mach mir so.
Einfach fürs Rating. Wir brauchen Rating. Wir brauchen Rating. Wir hätten vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Rating mitnehmen müssen. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich krieg hier Karten, das ist respektlos. Boah, FIFA hat sich gerade aufgehangen. So, läuft wieder. Ja, den hier wollte ich eben mitnehmen. Der bringt am meisten für die Chemie. Ja. Ey, ich krieg gerade Rating, aber keine Chemie. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Icon oder irgendwie was Gutes. Das kannst du laut sagen. Ey, ich krieg auch nur MS, ZDM und die habe ich alle nicht. Die passen alle gar nicht rein. Ja, guck mal, ich kann nicht einen von denen jetzt zocken. Es ist so Quatsch. Dann nehme ich Rating. Oh, komm. Der ist super. Ich glaube, der ist perfekt. Plus 3. Okay, das ist schon mal wichtig. Plus 3. Ah, okay. Rating ist hochgegangen, Chemie ist runtergegangen. Na gut. Nein, ich glaube, du verstehst auch nicht, dass ihr ein persönliches Problem gerade mit mir habt, was ich hier kriege. Nur, oh, okay, ich habe nichts gesagt. Schinulski. Aber den kriege ich auch fast nicht rein. Bringt mir nicht mal so viel. Egal, ich nehme ihn mit. Muss ich mitnehmen. Okay. Ich habe noch 4 Spieler. Wie viel hast du noch? Oh, ich habe Pelé. Ich habe noch, wie viel sind das? 6, 7 müssen es sein. Ja, ich jetzt nicht. Ja, 7, genau. Komm. Aber Pelé bringt mir nichts. Oh, der könnte alles gerade changen, oder? Okay, der bringt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Muss ich jetzt vielleicht ihn wieder reinstellen? Ja. Geht er raus? Nee. Okay, aber ich bin auf jeden Fall, ich habe Fortschritte gemacht. Ich sag ehrlich, ich habe Fortschritte gemacht. Es hätte auf jeden Fall hier ganz, ganz schlimmer aussehen können. Ganz, ganz viel schlimmer. So kann ich auf jeden Fall mit leben. Ich habe noch 3 Karten. Bitte irgendwas aus der Premier League. Gibt's ja nicht die Icon. Sehr gut. Nehme ich den mit. Muss ihn mitnehmen. Bringt mir gar nichts außer Rating. Aber das nehme ich mit. Ich muss jetzt nur noch Delikt da unten rauskriegen. Dann hätte ich sogar vielleicht Full Cam. Boah, ich habe echt einen dicken Fehler gemacht mit diesem Holohan. Aber ich habe es gerade nochmal ein bisschen rumgerettet, Alter. Holohan, ey. Ah, Alaba, der bringt mir doch nichts, Mann. Ein Spieler noch. Ich mache erstmal meinen Torwart, weil wenn jetzt da nichts kommt, dann ist das, ich weiß ja nicht, wie es bei dir läuft, aber fast schon gegen die Wand gefahren, die ganze Sache. Jo, bei mir auch. Super, wirklich. Das ist super. Auch jetzt einen Liga-Verteidiger, sonst bin ich weg. Ah, die haben mich auseinandergenommen. Ich krieg Günther, Aldete, Aaron, Lemte und Rossier, Alter. Ja, fickt euch, ey. Danke. Irgendwie ist das auch ganz schlimm. Oh, scheiße, jetzt habe ich einen Manager mitgenommen, das wollte ich nicht. Okay, ich mache das dann gleich nochmal richtig, wie es jetzt vorher stand. Der Manager bringt mir sowieso nichts, von daher nützt sich das auch nichts. Das ist großer Quatsch, du. Willst du mir vielleicht sagen, ob du Full Cam bist oder so? Nee, ich will dir mal nicht die Dings hier nehmen. Die Motivation, hier was Schönes aufzubauen, weißt du? Oh Gott, okay. Oh, ich sag dir ehrlich, ich glaube, das wird ein F wieder. Aber ich sag auch, ich kann eigentlich nicht mehr wirklich viel was Besseres machen. Ich bin auch so ein schlechter Draftbauer, das ist so geisteskrank, ne? Okay, guck mal, wir müssen es so machen. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Ratingverlust. Geht sogar. Oh, geht sogar. Ich habe gerade einen richtig guten Move gemacht. Ich habe gerade so einen guten Move gemacht. Ich glaube, der wird mich retten. Okay, ich bin ready. Also meinetwegen können wir den Manager suchen. Ja, ich gucke gerade noch mal ganz kurz, aber ich finde hier auch nicht mehr irgendwas, was ich hier noch ändern kann. Es scheitert bei mir tatsächlich. Oh, warte mal. Oh, okay, noch mal einen Ratingpunkt rausgeholt. Der schmeckt. Aber ich glaube, viel mehr geht da jetzt auch nicht. Okay, ja, Manager habe ich schon abgeholt. Aus Versehen eben, du kannst schon mal abholen. Okay. Ich rechne in der Zeit schon mal hier aus, was ich habe. Komm schon. Nein, ein einziger hilft mir. Das ist ja krass. Okay, dann ich frag mal so, erstmal hast du volle Cam? Nicht ganz, du? Auch nicht ganz, ich habe 30, also 3 Chemiepunkte fehlen mir. Ich habe 32. Jetzt aufs ist die Frage, ob du über 90 bist. Also mein Draft ist echt nicht gut geworden, muss ich echt sagen. Aber dafür ist das Rating sogar echt noch relativ hoch. Ich bin nicht über 90 auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen. Du hast 89er Rating, oder was? Yes.
Ey, ich dachte, es wäre nicht mehr möglich. Ich habe zum ersten Mal nach Jahren wieder ein Draft Battle gewonnen. 32 Chemie, 89er Rating. Oh. Und ich sag ehrlich, mein Draft ist so schlecht. Ich habe 5 Goldkarten oder so drin. Bei mir ist alles Gute auf der Bank. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier gewonnen habe. Real Talk. Ich habe 121er Draft. Du hast wahrscheinlich irgendwie 118er oder so, ne? Oder 119er. Ja, 119 ist das. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, meine eigene Dummheit tut mir gerade weh. Die Leute müssen mal jetzt in die Kommentare schreiben. Hätte es was gebracht, hätte ich hier noch einen anderen außer Holohan genommen. Ich glaube, dieser Holohan hat mir echt das Genick gebrochen. Nur weil ich den Hänger angesprochen habe, der fuckt mich so ab, ey. Guck mal, wie wär's, wenn du jetzt einfach mal deine Icon des Kades? Das wäre doch mal schön. Hör doch auf damit. So, Freunde, ihr seht schon, SBC ist fertig, 80-Plus-Spielerwahl. Alter, guckt euch das an. 500k kostet der Lahm. Ich habe, glaube ich, sogar 0 Spiele jetzt mit dem, Alter. Den habe ich jetzt... Jetzt hat sich wieder... Ah, okay, FIFA hat sich doch nicht aufgegangen. Alles gut. 0 Spiele. Den hätte ich eigentlich gern mal gezockt. Lahm ist eigentlich ein cooler Typ, so. Den kenne ich auch noch aus meiner Generation wenig. Ja, schade, schade, schade. Schokolade. Geben wir ab den ganzen Lahm, den ganzen Lachs. Den kenne ich dir auch. Ah, nee, das ist Quatsch, du. Den kenne ich dir auch. Hast du abgegeben, oder was? Ja. Ich öffne nochmal den Pick hier. Ja. Vielleicht kriege ich einen kleinen Trost. Ah, Alex Remiro. Nice. Nice. Naja, gut, Freunde. Ja, war doch trotzdem eine ganz coole Aufnahme. Ihr habt schon gesehen, wir sind beide lost in Draft, ey. Das ist ja wirklich gestört. Jetzt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Was hatten wir gesagt? 300 Likes? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, 400, 500. Macht einfach mal rein. Pusht mal gerne rein da. Lasst gerne auch ein Abo da. Schaut bei Cenk vorbei. Wie gesagt, sehr, sehr coole Aufnahme da. Und ja, dann überlasse ich dir die letzten Worte. Ja, Leute. War auf jeden Fall ein Duell der Lost im Draft. Ich würde sagen, Leute, lasst auf jeden Fall ganz viel Liebe hier da. Wir sind raus. Peace out. Ciao.